Ab heute wird das iPad in Deutschland verkauft. Ich stehe hier vor dem Apple Store in München. Wie man sieht, sind schon eine ganze Menge Leute da, die sich ein iPad kaufen wollen. Da rechts werden die Geräte gerade angeliefert. Und wir werden jetzt mal versuchen, ob wir den ersten in der Reihe sprechen können. Du stehst seit wann hier? Ich stehe seit gestern um 11 Uhr hier. Ist eine lange Zeit. Trotzdem herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, der Erste zu sein. Du wirst jetzt auch definitiv noch ein iPad kriegen. Welches kaufst du? Ich kaufe das 64 GB 3G. Du hast schon andere Apple-Produkte zu Hause, nehme ich an? Ja, durchaus. Und aus welchem Grund hast du das iPad nicht online bestellt und dich hier eine ganze Nacht angestellt? Ja, ich habe schon ein iPad und das habe ich aus USA, aber ich wollte mal bei so einer Aktion dabei sein und deshalb kaufe ich das iPad, was ich heute kaufe, für meine Mutter. Cool. Also kein Zweit-iPad, sondern nee. Geschenk. Zweit-iPad, das ist ja so transportabel, das brauche ich tatsächlich nicht. Und deine Mama wollte sich nicht mit anstellen? Nee, die ist in Stuttgart und ich wollte einfach hier so dabei sein und es war echt cool. Es hat sich eine lustige Gruppe gebildet und ja, so ein Produktstart von Apple muss man einfach mal mitgemacht haben, finde ich. Und bist auch verdammt populär dadurch geworden. Das stimmt, ja, irgendwie ziemlich schnell, ja. Okay, dann vielen Dank. Ciao. Also wir sind von Gizmodo. Sagt euch Gizmodo was? Nee. Okay, Gizmodo ist ein Gadget-Webblog und da kommen auch ziemlich viele Apple-Geräte drin vor. Und deshalb wollen wir hier mal zur Eröffnung bzw. zum Start des iPads ein paar Leute fragen. Und du hast jetzt die prominente Position als Letzter in der Schlange. Und ich würde jetzt einfach mal wissen, wie du darauf kommst, dass du jetzt noch ein iPad hier kriegst. Ich hoff's. Die Hoffnung, ja. Das sind schon ganz schön viele Leute, muss man tatsächlich sagen. Ja, schon. Probieren. Jetzt bin ich hergefahren und Ah, du bist aus München? Nee, 50 Kilometer weg. Okay. Und warum hast du nicht online eins bestellt? Dann hättest du es quasi sicher gehabt und heute bekommen? Nee, hätte es nicht heute bekommen. Also wenn du es rechtzeitig bestellt hättest? Ja, genau, dann schon. Ja, genau. Gut, wenn du rechtzeitig gekommen wärst, hättest du auch weiter vorne gestanden. Ja, okay, gut. Aber ich bin ein Glückskind und von dem her okay, komme ich auch. Ich drücke dir die Daumen. Okay, ciao. Ja, ciao. Ich glaube, jetzt geht's los. Da hängen schon die schwarzen Tücher ab. Applaus brandet auf. Gleich ist es soweit. Jetzt geht's los. Leider ist wegen der vielen Pressevertreter nicht viel zu sehen. Ab jetzt gibt's iPads in Deutschland. Ich glaube, jetzt kommt tatsächlich das erste verkaufte iPad hier raus. So sehen glückliche iPad-Besitzer aus. Frei nach Olli Kahn, da ist das Ding. Helge, der Erste in der Schlange, hat jetzt quasi sein iPad. So, die ersten iPads sind verkauft. An die Erstkäufer selbst war leider kein rankommen. Deshalb packen wir es jetzt. Gizmodo fühlt sich nicht von alleine. Wir müssen auch noch einen Podcast machen heute. Hier rechts stehen noch jede Menge Leute. Alles Optimisten. Die zwei Paletten, die wir vorhin gesehen haben, denke ich nicht, dass die reichen werden. Trotzdem, wir können den Leuten noch viel Glück wünschen. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Das war Daniel Dubski für Gizmodo.